Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seasons mit mir, dem Alex. Ja, mit meiner relativ verschlafenen Stimme noch. Wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr, okay. Ja, bin erst um 16 Uhr aufgestanden, weil es gestern bis 6 Uhr ja wach war, also jetzt am Freitag. Und mir eigentlich auf 12 Uhr einen Wecker gestellt habe, weil ich auch noch mit Pia Formel 1 aufnehmen wollte. Das hat nämlich leider, da die Folge jetzt ja relativ live ist, die wird ja heute dann auch direkt kommen, kann ich sagen, heute wird keine Folge Formel 1 kommen, wie wir schon teilweise angekündigt haben. Das Problem liegt einfach daran, ich konnte gestern, also am Freitag, nicht verbinden. Ja, also irgendwie mein Steam hat mega Probleme gemacht, ich hatte Verbindungsprobleme. Ja, keine Ahnung, ich bin aus der Session dauernd rausgeflogen. Das liegt aber nicht unbedingt an einem Spiel, sondern einfach an irgendwie meiner Verbindung zu Steam, die einfach an dem Tag richtig, ja, richtig scheiße irgendwie teilweise war. Jetzt ging zumindest schon mal wieder, was ich getestet habe, so, weil Steam wollte von mir so eine E-Mail-Verifikation mal wieder haben. Und die konnte ich gestern auch nicht machen, da kam die E-Mail von denen nicht an, aber heute habe ich die jetzt gemacht, als ich aufgestanden bin, dann ging es direkt. Von daher hoffe ich halt auch, dass es geht und dass wir noch das eine Match quasi, die zwei Folgen noch irgendwo an... Ah, nein, Ronaldo. Dass wir... Ich habe gerade erst gedacht, es gibt wieder einen Foul. Dass wir noch ein bisschen was aufgenommen kriegen. Kann dann aber sein, dass es nicht mehr heute kommt, weil heute wäre das zu stressig. Ich muss noch, wie gesagt, das hier nehme ich jetzt gerade für heute auf und kommt noch, um mich noch hochladen und so. Und für morgen nehme ich noch Dings auf. Und ich muss noch den Endschnitt von TTT für heute machen und das dann auch rendern lassen und hochladen. Von daher, heute wird die auf gar keinen Fall kommen. Wenn sie dann kommt, wenn es dann funktioniert oder auch wenn es jetzt die Tage funktioniert. Also ich sag mal so, wir versuchen, dass wir bis Mittwoch eine Folge erst endlich aufgenommen kriegen und dass wir dann am Mittwoch, wie gesagt, die erste Folge bringen können. Da kommt am Mittwoch und am Samstag immer das Rennen. Wenn es, wie gesagt, bis dahin geht, wenn es gar nicht geht, dann müssen wir es leider lassen. Ist leider so. Jo, Alter, danke dafür. Müssen wir, wie gesagt, mal schauen. Es kann dann sein, dass leider doch das komplette Spiel ausfällt. Und ja, kann sich dann halt leider nichts ändern, wenn es halt so ist, ist es so. Aber ob es dann heute klappt, nochmal werden wir auch sehen. Ich nehme jetzt gerade, wie gesagt, das hier auf, danach schneide ich das und danach schneide ich TTT noch schnell zu Ende und schicke beides ins Rendern und dann werde ich es nochmal mit BR versuchen. Na komm. Aber das Spiel läuft hier auch gerade richtig ruckelhaft. Ich weiß auch nicht warum. Ist mein Internet gerade so scheiße inzwischen? Ja, ich glaube auch mein Internet ist irgendwie ein bisschen laggy. Unity Media ist irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so das... Also ich habe zwar noch eine saugute Verbindung und kann auch sauschnell runterladen und sowas, aber es ist einfach mega inkonsistent irgendwie. Mega mäßig viel Paketverlust. Aber egal, ich habe es 1-0 gemacht, hammer nice. Ich weiß auch nicht, woran es liegt die letzte Zeit. Na gut, aber ist halt so, wie es ist. Und ja, FIFA würde ich jetzt auch nicht unbedingt als ausschlaggebender Punkt dafür machen, ob es laggt oder nicht. Ich müsste echt bei mir meine Paketverlustrate im Auge halten. Das kann ich aber dann vor allen Dingen heute Abend, wenn wir ein bisschen aufnehmen. Wieder Tay. Wir haben ja schon am Dienstag aufgenommen, aber jetzt nehmen wir nochmal auf. Wahrscheinlich auch heute auch wieder, hoffentlich ein bisschen mehr, wenn die anderen Leute das... Nein, warum nicht, Mann? Abseits, fick you. Weil wir müssen auch langsam so ein bisschen vordenken auf die Gamescom. Und wir haben ja schon den 11. jetzt und da ist klar, dass wir da ein bisschen was nach vorne laufen lassen jetzt wieder, weil, ja, wir sind ja dann auch alle weg eigentlich. Zumindest wir drei aufnehmen, dann sind die auch alle auf der Gamescom. Also ich und Pia, Antonia und Feldo. Scheiße. Ah, scheiße, der war zu fest angespielt. Schade. Aber ich finde es gut, dass ich jetzt ein Tor geschossen habe, obwohl ich gerade ein bisschen mehr über Themen rede. Das ist, ja, so eine seltene Sache. Normalerweise kassiere ich schon immer extrem. Aber gut, das ist ja... Jo, gibt dir halt einen Trick, Alter. Danke dafür. Komm, Kopfballtor. Ah, das ist ja der Abwehrspieler vorher dran gekommen, wenn ich richtig im Blick hatte, oder? Nee, anscheinend doch ein Spieler von uns. Mega scheiße. Ich weiß jetzt gar noch nicht, ob ich zu hell eingestellt bin. Jetzt sehe ich gerade, dass ich eher ein bisschen zu hell in der Facecam eingestellt bin. Eben gerade kam es mir so vor, als ob ich ein bisschen zu dunkel oder ein bisschen zu gelblich eingestellt bin. Diesen Weißabgleich muss ich auch leider jedes Mal neu machen. Das regt ein bisschen auf.
Och komm. Ja gut, da wollte ich aber auch derbe versuchen. Aber dieses Geruckel jetzt so ein bisschen, das ist ja jetzt nur so ein kleines Ruckeln, kommt mir schon wieder so. Das kommt in meinen Gedanken. Ja, denke ich mir halt, es liegt doch an mir. Dass ich einfach nur Paketverlust hoch 1000 habe. Aber ich glaube auch inzwischen echt mehr, dass mein Router was damit zu tun hat, weil der ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Den haben wir schon seit dem ersten Unitymedia-Vertrag, also schon bestimmt 4 Jahre oder. Oh komm. Viel zu fest. Also bestimmt schon 4 Jahre. Ich werde auf jeden Fall mal, ich habe ja jetzt noch. Habe jetzt noch 2 Wochen, wo ich arbeite und dann habe ich ja 3 Wochen frei, wo ja dann auch die Gamescom ist und so weiter und so fort. Und ich werde auf jeden Fall mal in der letzten Woche, wo ich arbeite, bei Unitymedia anrufen. Weil die wollen dann immer so einen Techniker vorbeischicken und so weiter und so fort. Deswegen werde ich die auf jeden Fall mal anrufen und sagen, ey, yo, der Router, dass der voll auf den Geist aufgibt und sowas, dass ich vielleicht einen neuen kriege, vielleicht auch sogar eine komplett neue Fritzbox. Pierre hat ja auch so eine neuere Fritzbox. Und nicht mehr die 6360, sondern die 64 irgendwas. Also Kabelmodem, ne? Also Kabel-Fritzbox. Ja, mal gucken, vielleicht kriegt er ja eine neue. Das wäre auf jeden Fall fresh. Ach komm. Nein. Cool, Alter, cool. Hier Schweinsteiger, da geht ja auch heute gerade die Spekulation drüber ab. Also die Spekulation drüber ab, dass er ja wechselt. Ich weiß gar nicht wohin, aber auf jeden Fall weg von Bayern. Ja, ist schade. Schweinsteiger ist ein awesomer Spieler, muss ich so einfach sagen. Ich beziehe es jetzt nicht so sehr auf Bayern, weil ich bin kein Bayern-Fan, aber so allein, dass sein FIFA dann nicht mehr hier verfügbar ist, weil wir Season spielen. Ist schon ein bisschen kacke, weil der ist schon so ein geiler Traufrottspieler. Also so aus Bayern-Aspekt juckt es mich natürlich gar nicht, weil ich kein Fan bin, aber es juckt mich natürlich in FIFA, weil ich mit FIFA mit Bayern spielen möchte, weil es die beste deutsche Mannschaft ist. Und da habe ich dann keinen Schweinsteiger mehr. Und Schweinsteiger ist cool. So, der ist vor allen Dingen jemand, der halt noch Schuss hat, weißt du? Nein, 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 nein. Oh. Hau doch raus. Aber hier sieht man schon deutliches Geruckel teilweise. Ach, ich habe doch gedacht, es sollte gar nicht der da rennen, sondern sollte wer anders rennen. Was ist jetzt schon wieder los, Mann? Ohne Scheiß, es ist echt dauernde Frame Drops und Ruckler, ey. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, Unity Media gibt mir hier eine richtige Scheißleitung gerade. Es kommt mir einfach so vor. Gestern hatte ich ja Probleme, links, da hatte ich Probleme, gestern hatte ich ja Probleme. Ja, heute habe ich hier in Season wieder die Probleme. Gut, die habe ich eigentlich schon immer. Ich glaube einfach, dass mit der Unity Media nicht so die beste Leitung. Also ich einfach Paketverlust hoch 2000 habe im Moment. Aber warum auch immer, ich verstehe es nicht, weil Pierre hat ja auch nicht so Probleme oder Paketverlust übertrieben. Und Pierre ist ja genau auch bei Unity Media und wohnt in derselben Gegend wie es ich. Heißt, es ist ja im selben Ringnetz von Unity Media. Scheiße, Torwart. Und ich habe hier wirklich, wie ihr gerade ja gesehen habt, richtig Standbilder teilweise. Boah, Alter, Dante, dein Ernst, wie viel Chance willst du noch verbraten? Ach ja. Nein, das war zu weit auf den Torwart, aber ich konnte auch doch hätte angedreht machen können in dem Moment. Aber es hat auch wieder so derbe geruckelt. Aber gut, das ist halt so. Ach, genau. Nein. Das Foul war gut und war schön, aber ne, jetzt ist hier gerade ein bisschen weit offen. Im Ernst, Dante. Wie der sich hat einfach verarschen lassen. Boah, sehr schön, neuer. Come on. Yo.
ersten. Dieses immer übereinander laufen, das ist echt das Größte, was mich abfuckt in FIFA im Moment. Dass die Spieler so gefühlt dauernd übereinander herfallen, das hört sich jetzt falsch an, aber dauernd sich im Weg rumlaufen, das meine ich einfach damit. Ach genau, weißt du, der checkt's wieder nicht. Alter, so kann doch kein Mensch spielen, selbst wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, Mann. Das ist einfach nur laggyhaft hoch 20.000, ey. Oh, komm, jetzt ist die Abwehr hier schon so weit draußen wieder. Das ist ja echt mega kacke. Yo, Alter, einfach mal Standbild für ein paar Sekunden. Das ist gut. Ja, Mann, 2-0, Alter. Hui. Siegerfaust. Jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Mein Trinken ist leer. Nein. Jetzt sieht es sehr, sehr gut aus, dass wir hier mit einem Sieg erfolgreich davon gehen. Aber ich nehme ja nur die eine Folge heute auf, weil, ja, no time und so. Ich werde dann vielleicht heute Nacht nochmal ein bisschen mehr aufnehmen. Yo, danke für den Pass. Oh, Alter. Ah, schade, ganz knapp. Fast hätte ich ihn noch bekommen. Ja, machst du irgendwann mal, Junge. Danke. Ja, schade. Ja, das ist sich in den Weg gestellt. Yo. Nein. Da habe ich aus Versehen schießen gedrückt, weil ich in den Zweikampf gehen wollte. Und dann hatte er doch schon den Ball am Fuß. Na, Alter, wie schnell. Übertreib halt. Jo, komm. Ah, schade. Jo, Alter. Übertreib halt mit so einem Pass. Ich wollte ihn ganz leicht so rüber swaggen und er übertreibt halt so vollkommen. Jo. Ja, danke. Cool. Ich konnte es gerade nicht richtig nutzen, weil ich ein bisschen verwirrt war. Aber gut. Jo, wie viele Leute hier einfach gerade rumrennen. Das waren jetzt zu viele Leute und zu viele Lecks dafür, um damit umzugehen. Na komm, lauf schon, Bitch. Aber wisst ihr, was ich nicht bei den ganzen Lags verstehe? Ich habe gestern mit Pierre den TTT-Server nochmal ausgetestet. Und, ich hoste den Server, ja, das heißt, ich habe keine Lags, also kann gar keine haben, aber andere hatten, also Pierre hatte auch gar keine Lags oder irgendwas, obwohl ich den scheiß Server gehostet habe natürlich. Ich verstehe es nicht, warum, keine Ahnung, kann auch sein, dass es irgendwie einfach nur wieder typisch FIFA ist jetzt gerade. Und es einfach gar nichts mit mir zu tun hat. Elfmeter? Ja gut, übertreib. Es war so ein kleines Auflaufen, dies-das-mäßige. Boah, ey. So, stell ich mal da vor, du Lappen. Yo, danke, genau dahin. Wo keiner stand. Das ist, Jo, wahrscheinlich checkt es keiner. Alter, einfach Standbild. Boah. Mann, wenn einfach schon das Annehmen zu schwer ist, dann ist echt... Ach komm, das war natürlich mit dem Spieler vorher gewollt.
schade. So viele freie Chancen jetzt gehabt. Wow. Nein. Ja, komm. Nimm ihn an und jetzt zack. Genau dahin wollte ich den. Nice, Alter. Wie der durchgegangen ist. 3-0, Leute. Trotz Lags, ich bin froh, dass ich irgendwie gerade hinkriege. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da ging einfach nur ein absoluter Low-Bob oder was ist mit mir los? Ich weiß es nicht, aber gut. Juckt mich auch nicht. Sehr schön für mich, dass ich hier an der Stelle gewinnen kann. Und der Gegner geht raus. Oder er wechselt. Oder er will mich einfach nur abfacken. Alles wäre möglich. Ich glaube, aber wehe, er macht jetzt irgend so eine Scheiße, was wieder das scheiß FIFA oder die scheiß Xbox nicht erkennt. Also irgendwie, ich ziehe meinem Router das komplette Internet raus, weil das erkennt nämlich die Konsole nicht als Disconnect, sondern also nicht als abgestöpselt. Wenn man an der Konsole das Kabel raus, den LAN-Kabel rauszieht, dann erkennt es das alles richtig und sagt, ey, yo, das war Absicht. Aber wenn man das eben am Router, die Verbindung zum Internet wegkappt und die Netzwerkverbindung quasi noch besteht weiterhin, dann ja, nicht. Aber gut, er hat einfach nur mal Zeit ablaufen lassen. Kann er machen, 3-0, wunderbares Ergebnis für mich. Wir schauen uns jetzt noch schnell die Tabelle an. Und ja. Moment, ich frage mal kurz was nach. So. So. Wir schauen uns die Tabelle an. Wir haben. Oh, es war's. Was war das für ein Spiel, Alter? Achso, es war das vierte Spiel jetzt. Das erste Sieg. Oh mein Gott, war mir vorher wieder scheiße. Egal, wir haben es geschafft, mal wieder einen Sieg zu erreichen. Sehr schön. Und damit, genau, die letzte Folge hatte ich ja nur geraged. Sorry dafür übrigens. Und das war's mit der Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.